Moin zusammen und willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Im letzten Part haben uns weiter auf den Weg gemacht zum Schlotberg, haben vorher aber noch Maike getroffen, die uns erstmal Form Stärke in die Hand gedrückt hat. Und wir haben ein neues Teammitglied, das liebe Kohol, das wohl dümmste Pokémon der Welt. Es ist klein und süß und ich wollte es mitnehmen. Und ja, wir wollten jetzt zum Schlotberg, wie gesagt. Aber wir sind schon an der Seilbahn gescheitert, weil hier Team Magma vorsteht und meint, nö, wir lassen jetzt hier keine Leute durch. Okay, dann halt nicht. Dann werde ich erstmal noch was machen, was ich eigentlich jetzt im Part schon hätte machen können, aber nicht getan habe, denn mich hier die VM Stärke einfach mal nehmen und Zico Hol gleich beibringen, damit er vielleicht auch nur eine Sache gut kann. Kohol hat sich im letzten Part ja auch schon ziemlich gut in den Kämpfen. Ja, den Satz beende ich jetzt mal nicht. Jetzt hat sie ziemlich dumm angestellt, ja. Und ja, wir machen jetzt einfach mal den Energiefokus weg und dafür kannst du jetzt Stärke. Wenn es schon nicht das klügste Pokémon der Welt ist, dann kann es wenigstens Stärke und Felsen zur Seite räumen. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt Stärke einmal noch setzen. So. Man kann aber auch Intensität und Jurum machen und dann machen wir das Jurum. So, das sieht doch super aus. Gut, da wir da nicht durchkommen, wo die Magma steht, weil die doof sind, gehen wir jetzt einfach mal durch diese Höhle. Tunnel, was auch immer. Gucken wir mal. Es ist der feurige Pfad. Gut. Hier gibt es ein paar mehr Pokémon, außer ein Kamau. Und hier dampft es. Und oh mein Gott, es ist ein Pokémon. Oh nein, und das ist ein Pokémon-Spiel. Es ist ein Kamau. Es ist weiblich. Naja. Wir haben schon festgestellt, dass es in dem Spiel ziemlich viele weibliche Kamaups gibt. Dabei habe ich mein Itemradar gar nicht auf dem Kopf. Aber hier raucht das oder dampft es eher die ganze Zeit aus den Löchern hier raus. Okay. Ich gehe zurück. Ja, es ist mehr ein Tunnel. Höhle kann man das nicht nennen. So, was haben wir denn hier? Noch ein Kamaup. Die scheinen wirklich nicht selten zu sein. Oh mein Gott, da ist ja noch eins. Wo kommt das denn her? Sag doch, die sind nicht besonders selten. Schon wieder ein weibliches Kamaup. Oh nein! Kohol hat es nicht geschafft zu fliehen. Soll ich nur tun? Kohol, könntest du bitte... Das ist nicht sehr gesund für dich. Ich werde mal kurz wechseln. Weil ich nicht möchte, dass Kohol schon wieder kaputt geht. Ja, es geht kaputt. Es bricht in sich zusammen. So. Kleines Kamaup. Überleg dir das, was du tust. So. Mein armes Kohol, es kann doch nichts dafür, dass es so doof ist. Warum muss das sein? Ah, es ist selbst zu doof zum Fliehen. Dann machen wir das jetzt eben so. Obwohl Rübli vorne jetzt gerade keine gute Idee ist mit den ganzen Kamorps hier drin. Obwohl Rübli eher ist in der Lage zu fliehen. Wir machen das so. Und ich möchte gerne Kohol ein bisschen aufwerten, würde ich sagen. Heißt, einen Trank geben. So. Gut, da müssen wir Kohol wohl doch noch ein bisschen hochleveln. Oh, hier ist ein Stein. Können wir natürlich noch nicht bewegen, weil Maike uns ja auch sagte, wir brauchen den Arena-Orden von Bad Lavastadt. Deswegen gehen wir mal weiter durch diese hitzige Höhle. Oh, schon zu Ende. Es ist ein Tunnel. Und da sind wir auf der anderen Seite, auf Runde 112. Und da ist ein Pokémon-Trainer. Oh nein, der hat mich gesehen. Wow. Das ist ein Raubein. Ich liebe diese Musik. Ich bin kein Amateur, der gegen Kinder nur mit halbstarker Kraft kämpft. Kapisch? Ist ja in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Ich mag eure Encounter-Musik, die ist toll. So, Magnayen. Ist gerade mit Lapurin ein bisschen blöd. Weil es auch keine Kampfattacke kann. Aber es ist keine Fehlattacke. Moment! Moment! Pass auf! Wow, das hat so viel Schaden gemacht. Oh, Brüller. Kommt doch dies hier? Dies hier? Dies hier? Oh, schade. Nicht Kohol! Nein! Alles bloß nicht Kohol! Bitte nicht. Der kann doch nichts. Nein, der ist einfach nur noch zu schwach. Weil hier haben die Pokémon schon ein bisschen höheres Level. Wie man gleich doch mal sehen kann. Wenn Magna hier seine Sternpause rausgehauen hat. Level 21. Da ist Kohol ein bisschen Federplatz. So, was ist jetzt der Trümmerer? Bams! Und da ist es weg. Tschüss, Magnayen. So, diese reicht Level 28.
Grimasse. Brauchst du nicht. Du siehst schon schrecklich genug aus. Also von Furchteinflößen. Nicht von, du siehst scheiße aus. Schwerttanz. Kannst du auch mal was lernen? Was ich gebrauchen kann? Lapore, auf damit. Kohol erreicht Level 18. Und wir haben das Raubein besiegt. Das war das Werk eines Profis. Ja. Mehr sage ich dazu nicht. Nur komm. Jetzt geh. Hau ab. Los, geh schon. Geh weg. Mein Gott. Ist okay. Ich wollte nur was gucken. Nee. Dieses blöde Macholo. Es sieht nicht aus wie ein Macholo. Es sieht eher aus wie ein Pachirisu. Also der Schwanz von einem Pachirisu. Guckt es euch an. Das ist doch ein Pachirisu. Na gut, die gibt's hier nicht. Aber ey. Ich nehme jetzt mir einfach die ganzen Bären hier mit. So. Bin so gemein und pflanze keine mehr ein. Wo man mir gesagt hat, wenn ich welche pflücke, soll ich mir wieder welche einpflanzen. Das tue ich nicht. Na, 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 na. Oh, man könnte übrigens einfach mal gucken. Ist hier irgendwas? Ich sehe irgendwas. Hab ich das wieder umsonst auf den Kopf gesetzt? Ja, habe ich. Ja, Macholo, ist okay, ich weiß, dass du da bist. So, Route 111 sind wir wieder. Ah, jetzt sind wir wahrscheinlich auf der anderen Seite von der Wüste. Wo ich bestimmt immer noch nicht rein kann, weil, oh mein Gott, das ist ein Sandsturm, hier kommst du nicht weiter. Ist ja gut. Da kommen wir später hin. Und gehen wir weiter. Hallo. Ich bin ein Glühwürmchen. Wer bist du? Zeig mir, wie stark dein Pokémon-Team ist. Aber ich bin doch ein Glühwürmchen, nochmal. Er sollte sich doch auch vorstellen. Ein Astrema, der Pascal. Der grüne Haare, den mag ich. So. So viel dazu. So, ein Fritzeblitz. Jetzt wäre Kohol gerade mal eigentlich nicht so schlecht, aber wir lassen es jetzt trotzdem erstmal mit der Glücksspielerei mit Kohol. Und ja, könntest du bitte aufhören, an La Bourée zu riechen? Der riecht ein bisschen nach Gemüse. Das ist alles in Ordnung. So, Fritzeblitz ist futsch. Schauen wir mal, was uns als nächstes an den Kopf schmeißt. Aber erstmal gibt es wieder ganz viele Erfahrungspunkte. Und wir kriegen einen Kindwurm. Ja, wir kriegen einen Kindwurm. Ja. da ich nicht viel habe, was gegen hier Drache effektiv ist. Außer die Säusestimme von Lapore. Bleiben wir mal bei Lapore. Und hauen ihnen die Säusestimme an den Kopf. Ja, genau so musste ich das sagen. Aber ich mag Kindwurm. Leider kommt man erst sehr, sehr spät an dieses Pokémon ran. Sehr, sehr, sehr spät, weil man dann ein paar mehr VMs braucht. Sonst hätte ich gerne das Pokémon-Team aufgenommen. War leider nicht. Kein Brutalander für mich. Oh. So, Marguita. Möchte ich gerne so lassen. Denn wir haben immer noch Konfusion. Das doch gut Schaden reindrücken sollte. Oh yeah. So was schimpft sich Astrena. Meine Güte. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Dein Pokémon-Team ist ganz schön stark. Ja. Ja, Pascal, kannst du mal sehen. Aber ich mag dich. Du hast grüne Haare. Bist mir sympathisch. So. So, dann gehen wir mal weiter gucken. Oh. Riechst du das auch? Hier riecht es ganz schön verdächtig. Ein Abenteuer. Ja, nun glaub, das hier ist der perfekte Ort. Das muss einfach eine geheime Stelle sein. Hier ist genug Platz, um eine super tolle Geheimbasis einzurichten. Du siehst ein bisschen übermüdet aus, aber ist in Ordnung. Howdy, Pokémon-Trainer, was kann ich für dich tun? Hä, du wolltest gar nicht mit mir reden? Come on, sei doch nicht so schüchtern. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Lass uns kurz plaudern. Wieso kriegen diese wichtigen Leute es im Pokémon-Spiel nicht hin, dass ich ein Kerl bin? Lernt doch mal endlich die Geschlechter. My name is Johnson. Ich stamme aus Einheit und bin 25 Jahre jung. Warum erzählst du mir das? Ich will nichts von dir. Ich bin schon seit 11 Jahren auf der Suche und wandere umher, um meinem Dream zu folgen. Was mein Traum ist, willst du wissen? Einen Place zu finden, der nur mir gehört und an den ich hingehöre. Solchen Ort nenne ich Supergeheimbasis. Ich bin all over Höhen unterwegs, um die ideale Supergeheimbasis aufzuspüren und einzurichten.
Was? Sag bloß, du weißt nicht, was Geheimbasen sind. Ein Leben ohne Geheimbasis ist einfach zu traurig. Pass auf, Partner. Ich erklär's. Ich hör dich auf. Are you ready? Also gut. Was sind Geheimbasen? Die Kurzfassung lautet Abenteuer pur. Und jetzt die Langfassung. Entschuldigung. Der macht mich gerade ein bisschen fertig. Geheimbasen sind tolle Orte, an denen dich jeder besuchen kann und wo du dank vieler Deko-Objekte der Welt deiner Kreativität zeigen kannst. Und wo wir schon mal dabei sind, zeige ich dir gleich, wie man eine Geheimbasis einrichtet. Hier, Partner, nimm erstmal das. Yay, Geheimpower! Mit dem Move Geheimpower kannst du Eingänge zu versteckten Orten aufspüren. Aber Eingang klingt irgendwie totally langweilig. Deshalb sage ich lieber Geheimstellen. Das klingt einfach mehr nach Abenteuer. Yeah, schau mal hier. Ja, das hier ist eine Geheimstelle. Siehst du, wie die Ranke da jeden Augenblick von dem Baum herabfallen zu scheinen? Exakt, an solchen Orten musst du Geheimpower einsetzen. Oh yeah, davon kriege ich nie genug. Das war der erste Schritt zu deiner eigenen Geheimbasis. Genauso findest du Eingänge zu Geheimbasen mit anderen Worten, also die Geheimstellen. Merk dir das bitte gut. Nicht schlecht, was für ein toller Grundriss. Hinter jeder Geheimstelle verbirgen sich Räume, die unterschiedliche Grundrisse und Größen bieten. Wenn du also eine solche Geheimstelle siehst, solltest du zumindest einen Blick hineinwerfen. Stell dir vor, wie es hier aussehen wird, wenn jemand diesen Ort als seine Geheimbasis eingerichtet hat. Deko-Objekte, soweit das Auge reicht, und jede Menge guter, gelaunter Freunde. Die bloße Vorstellung macht mich so happy. Ach ja, wie heißt du eigentlich? Ah, Mitch also. Dann schmiss mal den Lauscher mit, denn ich gebe dir jetzt noch einen useful Tipp. Wenn man fröhlich ist, sollte man sein Glück auch in Worte fassen, dann fühlt man sich gleich doppelt so gut. Na, willst du mir verraten, was du sagst, wenn du fröhlich bist? Der ist mir völlig suspekt. Was sag ich, wenn ich fröhlich bin? Weißt du, was sag ich, wenn ich fröhlich bin? Ich habe keine Ahnung, was ich sage. Der macht mich fertig. Der hat sich voll an mich rangemacht. Habt ihr das gemerkt? Alter, voll am Flirten, ey. Was sag ich, wenn ich fröhlich bin? Keine Ahnung. Was geht hier ab? Das fetzt. Du willst wissen, warum ich dich so frage? Aber es liegt doch auf der Hand. Es ist offensichtlich, dass du in Zukunft auf Grund haben wirst, fröhlich zu sein. Oh Gott. Kommt er mich auch besuchen in mein Geheimbasen sind Abenteuer pur und geben dir ganz oft an, dass er viel fröhlich ist. Oh Gott, Kopfkino, bitte. eigentlich könnte ich mir direkt hier meine Geheimbasis einrichten, aber dieser Grundriss wäre mir irgendwie besser für dich geeignet. Ach, weißt du was? Ich belasse dir diesen genialen Platz. Echt nice von mir, oder, Partner? Bitte verschwinde. So, das ist ab jetzt deine persönliche Geheimbasis. Du kannst sie ganz nach Belieben gestalten. Deine Möglichkeiten sind fast keine Grenzen gesetzt. Ach, noch ein Wort zur Umgestaltung deiner Geheimbasis. Über den PC in der Geheimbasis kannst du Deko-Objekte nutzen, mit denen du einen Unterstupf ganz nach Lust und Laune einrichten und gestalten kannst. Dort steht der PC. Mit ihm gelangst du an die einzelnen Gegenstände zur Dekoration deiner Geheimbasis. Wähle einfach die Objekte aus, die dir gefallen und platziere sie entsprechend deiner Vorstellung. Bislang dürfst du noch nicht allzu viele Objekte haben, also will ich dir mal ein paar so spendieren. Yay, jetzt gibt er mir schon Geschenke, so kleine Plüschhäschen. Oh, geh weg. Oh, last but not least. Mit der Einrichtung deiner Geheimbasis hört der Spaß noch lange nicht auf. Du kannst nämlich auch anderen Leuten in ihrer Geheimbasis einen Besuch abstatten. Wenn du die Geheimbasis von jemand anderem findest, dann zieh dich nicht und wirf einen Blick hinein. Ich leg dir außerdem ans Herz, in jeder fremden Geheimbasis die Fahne neben dem PC einzusacken. Das lohnt sich später total, versprochen. Aber ein andermal mehr dazu. Ich wünsche dir jetzt erstmal loads of fun in deinem Geheimbasen-Alltag.
So, ich mache mich mal langsam auf den Weg, was schön mit dir. Und ich suche nach meiner eigenen perfekten Geheimbasis. Must go on. Es heißt erst fürs erste Abschiedsleben, Partner. See you later, bitch. Oh Gott, bitte geh einfach. Wenn du mich brauchst, findest du mich in der Geheimbasis Gilded im Baumhaus City. Yo, what's up? Hau ab, bitte. Bitte. Oh Gott sei Dank. Okay, wir gehen einfach mal gucken. Wie das Ganze funktioniert, das kennt man ja noch aus der alten Edition. Da gab es das auch schon. So. Oh, okay. Aha. Mein Platz. Okay. Möchte ich es gerne behalten? Wir konnten doch. Moment, wo sind jetzt die Dekoartikel? Das sind Favoriten, die ganze Festkette Favoriten entfernen. Geheimwasserbarbe, egal, wir sind hier ganz. Okay, QR-Codes, hier kannst du Dekoobjekte. Gut, wo ist denn das jetzt? Hab ich jetzt nur die Besuchermatten hier? Okay. Da ist es. Okay, wir haben einen Tisch. Einen kleinen Tisch. Oh, man kann sich rüber schön in Vorschau gucken. Oh, ist das cool. Matten. Oh, es ist ein runder Teppich. Und Pflanzen. Oh, die rote Blume. Oh, ist die schön. Die setzt sich dahin. Da. Und dann haben wir Verschiedenes. Oh, ein Bett. Ein Zaun. Ein Globus. Zaun. Wandschmuck. Oh, sogar ein Poster. Cool. Puppen. Puppen ist das Geilste überhaupt in Geheimbars. Und je größer, je besser. Ah, Flammy-Puppe, Gecker-Puppe. Natürlich bist du mit die Gecker-Puppe, der irgendwann sitzt ich neben dem PC. So. So, Kisten gibt's Geräte. Eine alte Lampe. So. Naja, das wird eigentlich mehr interessanter, wenn man mehr Dekoartikel hat. Deswegen werden wir das alles erstmal so lassen, wie es ist. So, ich habe eine wunderschöne Geheimbasis. Ist die nicht schön? So, hier kann meinetwegen der Johnson so oft herkommen und sich das angucken, was ich hier gemacht habe. Ja, Gott, der ist schon irgendwie verstörend gewesen. So, wir gehen mal weiter. Wir wollen, ich weiß nicht, was ich jetzt möchte. Ich möchte jetzt erstmal diesen Busch zerreißen. Alter, dieses Spiel versucht mich einfach nur fertig zu machen, in jeder Hinsicht. Gott, der war eklig. Oh, wo sind wir hier denn? Haus der alten Dame, komm deine müden Knochen aus. Und, ah, hier kann ich meine Pokémon heilen. Schön. Gibt es hier noch irgendwie was zu holen? Ich glaube nicht. Da oben laufen Leute rum. Oh, hier. Das wäre zum Beispiel eine Stelle, wo wir hochkommen würden, wenn wir das Eilrad dabei haben. Oben laufen Trainer rum. Ich werde aber trotzdem erstmal das Kurzrad behalten. Ich werde jetzt nicht extra wegen dem Eilrad zu Ritt rennen. So, hallo. Ach du meine Güte, deine Pokémon müssen vollkommen erschöpft sein. Bestimmt wieder dieser George dran holt. Der kommt hier andauernd vorbei und belästigt mich. Holt euch hier ruhig etwas aus. Das ist doch eine gute Idee, nicht wahr? Dann bin ich nicht so alleine, wenn der Johnson wiederkommt. Genau, nimm dir Zeit und ruh dich aus. Der hat mich echt fertig gemacht. Oh du meine Güte, sind deine Pokémon immer noch müde? Dann solltest du dich noch länger hier ausruhen. Eine fabelhafte Idee findest du nicht auch. Sonst kommt leider Johnson wieder vorbei und dann bin ich alleine. Oh genau, nimm dir Zeit und ruh dich aus. Oh, du meine Güte, sind die Pokémon immer noch müde? Ach, dann sollst du noch länger hier ausruhen, weil sonst kommt der Johnson wieder und dann... Ja, Omi ist okay. Oh, bist du dir sicher? Komm ruhig wieder vorbei, falls du es dir anders überlegt hast. Ich hab nämlich total Angst vor diesem Johnson, der da und hier vorbeiläuft. Ist okay, Omi, ich hab's verstanden. Gut, dann gehen wir aber mal wieder zurück auf den regulären Weg. Jetzt natürlich sind die Dornen wieder so schnell nachgewachsen. Hab ich mich so lange da ausgerufen bei der Omi? Meine Güte, da musste echt viel Zeit vergangen sein. Oh wow, wenn Omis erstmal anfangen zu labern. Gut, ich stelle mich jetzt hier auf diesen Fleck. Ja, ist schön in der Mitte. So, gut. Das sieht komisch aus, weil, glaube ich, Ruby das eine Bein ein bisschen hoch hat, weil er anfängt zu steigen. Egal. Oh Gott, dieser Johnson. Ich hoffe, dass wir ihn nie wieder sehen müssen. Wir gehen niemals in diese Geheimbasen. Bude in Baumhaus City. Wir werden trotzdem reinlaufen. Welchen See werde ich schreiend wieder rauslaufen? Gut. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder bei Pokémon Omega Rubin, wo wir unseren Weg weiter nach irgendwohin weiter beschreiten. Wo gehen wir eigentlich hin? Keine Ahnung. Wir laufen einfach weiter. Also, tschüss und bis dann.